Ja, hallo zusammen, ich bin's wieder Andreas. Ich begrüße euch auf meinem Purklang-Kanal Klang und Bewusstsein. Und in diesem Video soll es eine kleine Fortsetzung geben von meinem Van, wie ich die Seitenwand verkleide, und zwar die rechte Seitenwand. In meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ich die linke Wand verkleidet habe in Verbindung mit dem Chappie-Look, und ich habe gesagt, dass ich die rechte Seite nicht zeigen werde, weil die genau gleich aufgebaut ist. So, und das ist jetzt zwar im Wesentlichen schon der Fall, aber eben nicht ganz. Und warum? Ganz einfach deswegen, ich wollte Kältebrücken vermeiden, deswegen habe ich auf der linken Seite eine komplette Holzunterkonstruktion gemacht. Hätte ich die rechts genau gleich gemacht, wäre ich auf eine Breite gekommen mit Paneele, wenn also alles montiert ist, alles festgeschraubt ist, wäre ich auf eine Breite gekommen von 1,78 Meter. Und das wäre mir zu wenig gewesen, weil ich der Breite nach in diesem Fahrzeug schlafen werde, und ich bin aber 1,81 Meter. Also hätte ich leicht schräg reinliegen müssen, und das wollte ich auf keinen Fall. Natürlich wollte ich Kältebrücken vermeiden, und es ging jetzt eben nicht ganz. Mir war es wichtiger, dass ich mich ausstrecken kann. Somit musste ich die rechte Seite ein bisschen anders machen. Ich musste an manchen Stellen die Paneele eben direkt ins Holz reinschrauben, konnte nur in der Mitte zwei so eine senkrechte Holzkonstruktion machen. An allen anderen Stellen musste ich ins Blech reinschrauben, aber trotzdem bin ich nicht direkt ins Blech rein, wie es die meisten machen, sondern ich habe das Blech vorher wenigstens noch mit 3 mm Armaflex abgeklebt. Das ist so ein Kautschukband, das ist 50 mm breit und 3 mm dick, und da habe ich wenigstens alle Blechteile noch überklebt mit diesem Band und habe dann direkt meine Paneele draufgeklebt. Somit hat es eine ganz, ganz leichte Isolierung, wobei trotzdem über die Schrauben, weil die ja mit der Außenwand direkt verbunden sind und somit mit der Wärme vom Fahrzeug in Berührung kommt, also die Kälte von außen kommt rein und im Fahrzeug ist die Wärme und berührt die Schraubenköpfe, wird es an diesen Schraubköpfen im schlechtesten Fall eben das, die Luftfeuchtigkeit kondensieren und sich ein paar kleine Wassertröpfchen bilden, wenn es draußen mal kalt ist. Und somit habe ich hier halt eine Kältebrücke, ja, die sich nicht vermeiden lässt. Mir war es aber wichtiger, dass ich eben die volle Breite habe zum Liegen, und somit gehe ich eben dieses Risiko ein. Zumal ich eben glaube, dass man in so einem Van nie ganz ausschließen kann, dass man irgendwo Kältebrücken hat, weil der so schwer ist zum Isolieren und das alles so hinzukriegen, dass da gar keine Kältebrücken sind. Ist meiner Ansicht nach fast gar nicht möglich, das komplett so hinzukriegen, ja. Also, und genau darum geht es. Ich zeige, wo der Unterschied ist von der rechten Seitenwand zur linken. Den Chappie-Look, den brauche ich nicht groß zeigen. Das habe ich links gezeigt, wie ich das gemacht habe. Und somit habe ich das meiste nur bebildet, dass das Video nicht zu lang geht. Also, jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Jedenfalls habe ich jetzt die volle Breite, 1,81 Meter, genauso breit, wie ich groß bin. Jetzt kann ich mich ausstrecken und jetzt bin ich zufrieden. Viel Spaß beim Video. Ja, dann geht's auch schon los. Die erste Latte, die ihr hier sehen könnt, die habe ich geschraubt und mit Sikaflex geklebt. Das ist die Unterkante von meinem Hängeschrank. Die habt ihr ja schon im anderen Video gesehen. Dann hier noch die Holme, alles unisoliert, nur die großen Flächen mit 19 mm Armaflex isoliert. Dann habe ich hier die mittleren Holme schon isoliert, und wie ihr sehen könnt, diese Holzlatten habe ich jetzt mit Sikaflex draufgeklebt, direkt auf die Metallholme und unten oben verschraubt. Und dahinter habe ich mit so Holzstücken die Zwischenräume ausgefüllt. Das seht ihr nachher noch ein bisschen besser. Hier kann man sehen, habe ich noch hinten so Holzstücke rein, damit man das leicht durchdrücken kann, weil die Latten nur 25 mm stark waren. Dass eben alles, dass die Wand insgesamt einfach dünner wird. Hier unten habe ich auch zwei Holzlatten drauf gemacht. Und da sieht man es nochmal, oben zwei Schrauben drin, nur oben zwei Schrauben, unten zwei Schrauben für jede Latte und dazwischen eben alles mit Sikaflex. Da, wo der Pfeil hin zeigt, habe ich noch nicht isoliert, auch hier rechts noch nicht isoliert, und das ist genau die Stelle, wo hinter die Paneele direkt ins Metall reinkommt. Und diese Stellen werde ich mit diesem 3 mm Band, mit diesem Kautschukband von Sikaflex nochmal überkleben, damit eben, wie soll ich sagen, damit es trotzdem ein klein bisschen isoliert ist. Und damit eben das Holz nicht quietscht, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist. Ja. Auch diese Stelle hier, wo der Pfeil hin zeigt, wird ebenfalls mit diesem 3 mm Band noch vorher überklebt. Das bietet nicht so viel Schutz, aber so ein klein bisschen ist auf jeden Fall besser, wie wenn man direkt ins Metall reinschraubt. So, und dann hier habe ich schon angefangen, die ersten Paneele draufzuschrauben oben. Und jetzt seht ihr auch der Großteil alles schon isoliert. Und das ist das Band mit 3 mm, 50 mm breit, 3 mm stark. Das benutze ich auch, wenn ich so Übergänge überkleben will. Wenn ich 19 mm als auf Stoßfuge gehe,
dann mache ich die Stoßfuge, überklebe ich immer noch mit diesem 3 mm Band. Und hier den Radlauf habe ich auch komplett überklebt, weil auch hier kommt die Paneele direkt auf das Blech fest. Also wird es direkt ans Blech hingeschraubt. Auch da mache ich keine Latten hin. Also es bleibt genau so, wie es jetzt ist, und so werden die Holzpaneele direkt aufgeschraubt, auch auf dem Radlauf, also am Rand vom Radlauf. Und wie man sehen kann, alles schön isoliert, alles komplett dicht, nur an der Tür hinten, da ist noch offen, aber das kommt später. Ja, und dann das Ganze einfach mit Holzpaneele, wieder das Ganze, die Holzpaneele draufschrauben. So wie im anderen Video, wie ich es ja auch schon gezeigt habe, und hier bin ich fertig. Dann wieder gespachtelt, natürlich erst mit dem Gasbrenner wieder gebrannt, dann gespachtelt. Dann hier, wie man sehen kann, wieder die Lasur zweimal drauf, diese weiße Holzlasur. Und dann mit der Nylonbürste und mit der Bohrmaschine das Ganze wieder abschleifen leicht, dass das Dunkle wieder zum Vorschein kommt. Und mit Holzöl, also Hartwachsöl, das Ganze überwalzen, sodass nochmal zusätzlicher Schutz drauf ist. Und jetzt ist die Seite genauso fertig wie die andere, nur dass diese Wand jetzt eben einen dünneren Aufbau hat und ich eben jetzt mehr Breite habe. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, dann seht ihr, wie es weitergeht. Ich sage danke fürs Zuschauen, schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch reinschreiben. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, also ciao.